Vor inzwischen fast 40 Jahren veröffentlichte der kanadische Soziologe Dr. Lawrence Peter seinen Bestseller zum Arbeitsmarkt der westlichen Industriestaaten. Wie sieht das nach ihm benannte Peter-Prinzip in der Praxis aus? Nach Peter neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Wer sich an seinem Arbeitsplatz bewährt, wird demnach so lange befördert, bis er eine Stelle bekommt, für die er ungeeignet ist. Fantastische Arbeit! Wie wäre es mit einer Beförderung? Unser tüchtiger Kollege macht auf der neuen Stelle einen zufriedenen Eindruck. Man könnte vielleicht sagen, zu zufrieden. Peter nennt dies die persönliche Inkompetenz-Endstufe. Und die ist seiner Meinung nach der stabilste Zustand in einer modernen Volkswirtschaft. Smith Pifka Peachman hat allerdings nachgewiesen, dass besonders unfähige Mitarbeiter sehr begehrt sind, vor allem im Management. So wird unser Bademeister wieder befördert. Zum Chef der Schwimmring AG. Europas größtem Hersteller kreisförmiger, aufblasbarer und nicht aufblasbarer Auftriebskörper. Ist dies ein Einzelfall? Schauen wir uns mal drei Berufsanfänger an. Alle drei sind vielversprechend inkompetent. Doch das Klima auf dem heutigen Arbeitsmarkt wird rauer. Wer hinter dem großen Schreibtisch sitzen will, muss immer mehr Zusatzqualifikationen aufweisen. Diese Mitarbeiterin ist faul. Nach Thomsen-Thiesen verfügt sie damit über eine Schlüsselqualifikation, weil faule Mitarbeiter einfachere Lösungen für schwierige Aufgaben finden. Nach Bernstein-Malochwy ist die wichtigste Zusatzqualifikation eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, weil die Effektivität eines Teams nachweislich steigt, wenn die Teammitglieder sich gegenseitig nicht leiden können. Jetzt aber werden unsere drei vom Chef ganz genau beobachtet, da er einen neuen Stellvertreter sucht. Hier fangen die Probleme aber erst richtig an. Nach Rasenberger praktizieren beinahe alle Vorgesetzten bei Beförderungsentscheidungen Negative Selection. Das heißt, sie befördern bewusst oder unbewusst unfähige Mitarbeiter, um ihre eigene Position nicht zu gefährden. Nach Brüggemann wird das allerdings von Mitarbeitern unterlaufen, die sich inkompetenter geben, als sie tatsächlich sind, um zusätzliche Arbeit zu vermeiden und um ihre Beförderung zu beschleunigen. Und nach einer neuen Untersuchung von Heisfeld und Fiore bereitet das Vorspielen von Inkompetenz den meisten Mitarbeitern weniger Schwierigkeiten, als man denken könnte. Es ist dadurch für unseren Chef unerwartet schwierig, den inkompetentesten und damit für das gehobene Management geeigneten Kandidaten rechtzeitig zu erkennen. In diesem Sinne stimmt überraschenderweise Peters Theorie mit dem klassischen Ansatz überein. Derjenige, der letztendlich zum Chef eines Unternehmens befördert wird, ist der optimale Kandidat. Anders formuliert, wer nur faul, boshaft und unfähig genug ist, kann es sehr, sehr weit bringen.